Rund 98% erreicht in MV die Aufklärungsquote bei den Insolvenzdelikten. Nur 17% aller Wohnungseinbrüche werden aufgeklärt. Zwischen diesen zwei Zahlen liegen eine Menge Fragen und Probleme. Diese hat der Innenminister Lorenz Kaffier bei einem Treffen mit den Mitgliedern des Unternehmerverbandes Westmecklenburg in Hagenow ausführlich besprochen. Vor allem das Thema Wirtschaftskriminalität stand für die Unternehmer aus der Region im Mittelpunkt. Richtig ist, dass wir ein Transitland sind, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern organisierte Kriminalität im Rahmen dieses Transitlandes mit stattfindet und dass es natürlich auch andere Kriminalitätsdelikte wie Wohnungseinbrüche, wie Geldwäsche, wie andere Dinge gibt, die natürlich genauso von der Polizei untersucht behandelt werden müssen. Randale bei Fußballspielen, ein weiteres schweres Themenfeld. Der Gesetzgeber verlangt, dass die Tatverdächtigen nur mittels einer HD-Aufnahme identifiziert werden können. Über solche Anlagen verfügen die meisten Stadionbetreiber nicht. Eine Umrüstung ist auch nicht in Sicht. Die Übergriffe auf die Polizeibeamten können deshalb nur schwer ermittelt werden. Vielen Hooligans bleibt die gerechte Strafe erspart. Und dass man natürlich beim Fußballeinsatz als Beispiel nicht sehr glücklich ist, wenn man sehen muss, wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beworfen mit Pyrotechnik und sonstiges beschossen werden, sonst hinterher kaum möglich ist, welche haftbar zu machen. Und wenn, dann zumindest man nicht immer besonders glücklich über das Strafmaß ist, das gehört dann auch für den Innenminister dazu. Sondereinsätze bei den MV-GIDA-Demos haben die Polizei im Land viel Kraft und Ausdauer gekostet. Und es zeichnete sich eine neue Gefahr ab. Es wird befürchtet, dass die Übergriffe auf die Erstaufnahmeheime für Asylbewerber bald an der Tagesordnung sein können. Eine Herausforderung für das Innenministerium, ebenso wie die interkulturelle Arbeit und Integrationshilfe. Und wir werden uns auch mittelfristig darauf einstellen, dass wir Polizistinnen und Polizisten aus Europa auch in Mecklenburg-Vorpommern einstellen werden, die eben bestimmte kulturelle Hintergründe schon mitbringen, bestimmte Sprachbarrieren möglicherweise besser beherrschen. Nicht nur die Polizei ist herausgefordert, betonte ausdrücklich Lorenz Kaffier. Der ganzen Gesellschaft stehe eine Reihe von schwierigen Aufgaben bevor. Die Besinnung auf die gemeinsamen grundlegenden Werte spiele dabei eine entscheidende Rolle. Welche Rolle spielen heute noch Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuvorkommendheit, Respekt vor dem anderen, Umgang mit Sieg und Niederlagen? Alles Fragen, die sich die Gesellschaft stellen muss, die zum Teil im Zeitalter von Twitter, Facebook, Internet und anderen Dingen aus unterschiedlichen Gründen offensichtlich derzeit nicht ganz im Vordergrund steht. Immerhin gab es auch gute Nachrichten. Der Personalabbau wird bei der Polizei zunächst einmal gestoppt. Auf Usedom und auch in Grenzgebieten zu Polen werden die Streifen verstärkt. Und MV bleibt eines der sichersten Bundesländer, allen Problemen zum Trotz.